Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Quad Family 31. Heute mal ein Bro-Vlog. Und zwar sind die drei Bros unterwegs, die Brudis, und wir sehen uns nach dem Intro. Ey, Alter, Digga, Einleitungskönig ist wieder am Start. So, meine Freunde, wir sind hier gerade auf so einer kleinen Abendrunde. Heute mal nur zu dritt. Und ja, wir gucken mal, was so geht. Ihr habt ja schon die ziemlich lustige Einleitung da gesehen. Vielleicht treffen wir auf noch lustigere Sachen. Achtung und Kickdown! Okay. Attacke. Ach ja. Ach, wieder herrlich. Ja, also hier ist ja richtig viel los auf der Ghetto-Schleife, ne? Das ist es. Das ist der Trick daran. Das ist der Trick, der ultimative Trick daran. Ah, guck mal, der GS-Fahrer ist auch da lang gefahren. Ey, ich hab ihn salutiert. Ich fand das gar nicht mehr so cringe. Ich fand das einfach nur auf ihrem Wuderbasis. Keine Ahnung, vielleicht war da das richtig scheiße. Dachte ich so, nein, dann salutiert mir. Nur weil ich keine Motorradfreunde habe, die mit mir zusammen. Auf welches Niveau bin ich gesunken? Man könnte ja mal Toxic Time anschreiben, ob der Bock hätte, weil er hat ja in seinem letzten Video gesagt, dass er mal Lust hätte auf noch so einen Supermotorumbau oder sowas. Er kann ja zu uns kommen, er kann ja mit an meiner schrauben. Ey, wenn ich alle, wahrscheinlich, wenn man sagt, ey, ich hab alle Teile, hast du Bock, dann wäre der da und wäre wahrscheinlich am selben Tag noch fertig. Ist ja gut. Nein, doch. Ich hab Platz. Du hast Platz? Ja. Soll ich versuchen zu filtern? Zu spät! Ja, sogar ziemlich gut! Ey, ich habe während der Fahrt gefiltert, das muss jemand erstmal schaffen.
Sache. Du bleibst stehen, mein Freund. Ja, also das ist schon eine Kunst, mit dem Quad zu filtern. Ja. Wenn Töpfer sagt, ey, deine hinteren Bremsbeläge sind voll runter, wissen wir warum. Der Blick! Habt ihr die Typen an der Ampel gesehen? Achso, ja, scheiße. Die Straße verleitet zu deutlich mehr. Möschala, Brudi? Das Video ist lustig, ich hab Bock. Es ist cringe, es macht Bock, es ist lustig, ich freue mich. Der hat Essen in sein Auto eingeladen. Ich habe ihm guten Hunger gewünscht. Habe ich schon gesagt, dass ich gar keine Ahnung habe, wie schnell ich eigentlich fahre? Ah, cool. Ja, ja, aber heute richtig. Und hui, und hui. Oh, Quatsch! Ach, der stand schon letztens da. Ja. Damit rechnet halt keiner. Nee, nicht so wirklich. Also nicht mit so einer Hupe auf jeden Fall. Vor allem die einen, die haben gerade so geguckt, wie als ob das meine echte Hupe wäre. Ja. Nee, nee, die denken, fühlen sich dann gemobbt. Oh, der Tag ist heute richtig cringe. Brudi! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Und was machen wir an diesem Tagabend? Grün! Grün! Guten Tag, Harald. Er wheelt. Er scheppert erstmal den Wheelie raus, Mashallah. Schöne Autos.
Ich finde den, ich finde aber dafür, der neue Corsa ist richtig gelungen. Ja, ja. Und vor allem finde ich halt diesen Rotton auch geil. Die haben ja irgendwie so ein Weinrot in Metallic und keine Ahnung. Aber richtig, richtig geil. Ach, guck mal, eine Chihuahua. Kumpel ist grün. Ja, ey, ich bin sozial. Guten Tag. Habe ich schon gesagt, dass das Video heute ein bisschen cringe ist? Das können wir machen, Pony und Insta. Nee, so cringe nicht. Doppelt wissen wir nicht. Ja, kann er ruhig. Irgendwie ist dieses so zwischen diesen Autos manchmal ziemlich beunruhigend. Manchmal ist das ziemlich beunruhigend zwischen den Autos. Weil du echt... Ich hab gar keinen Plan. Genau deshalb finde ich das zwischen Autos manchmal echt beunruhigend. Ja, und wollte abbiegen. In ein Haus. Ja, okay. Alles gut. Ja, die gute alte Ehrenrunde. Oh, ich stell mich da zu Shisha. Ich komm zu euch. Lasst mich mal snootchen. Ja, das von Moffat gefällt mir tatsächlich. Ja, ich finde auch Dings, er hat auch so eine Beintasche, die finde ich auch ganz cool. Oh, guck mal, eine Kawasaki. Ja, macht es. Ach ja. Und an der Stelle pausieren wir dieses cringe Video mal für einen Augenblick und wir sehen uns später nochmal vielleicht wieder. 2000 Jahre später. Also Baklava ist echt geil. Ja, es ist geil, aber es ist halt richtig süß und es macht halt... Ja. 30er-Kombo kannst du uns mitgebracht haben. Oh ja, da kannst du locker eine Woche von essen, wenn du allein daran isst. Also ja, lustig heute. Ja. Ui. Okay, ich sollte nicht vorher auf die Zeitschlangenlinien fahren. Ich glaube auch nicht. Thank you.
Ach ja. Er weiß auch, was er will. Absolut. So, und damit, meine Freunde, beenden wir das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir heute mal nur zu dritt unterwegs waren. Ja, wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen, wir sind die Quad Family 31 und ich hab's wieder verkackt und sage Ciao. Lost during war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I gotta get out.